Ja, das wäre vielleicht auch noch eine Option. Ist gerade frisch reingekommen. Mercedes 1017er. Jahrelang als Boni gebraucht worden und um die ganze Welt gereist. Oder vielleicht etwas kleineres auch noch, hätten wir noch einen VW Crafter mit Standklima und Standheizung. Aber jetzt schauen wir doch zuerst mal den Mercedes an. Also, wir stehen hier in der Dusche innen oder im Eingang. Kann man anschauen, wie man will. Ich kann die Tür natürlich auch nur halb aufmachen. Falls ich länger stehe, kann ich sie auch nur halb offen haben. Kommt doch noch das Brünneli an, Eingang, alles ist perfekt. Filmen wir da ab, wir alles drin haben. So, da sind wir in dem schönen Mercedes 1017er. In dem Auto hat ein Bärli über 4 Jahre lang gelebt, jeden Tag, und sind umgereist. Bewährt von der Aufteilung her, vom Bett, vom Stauraum, Durchgang zur Kabine, WC-Dusche, Solar auf dem Dach oben, plus auch noch ein bisschen Gas im Auto. Das könnte man jetzt vielleicht ein bisschen modernisieren. Der Rest ist aber soweit absolut durchdacht. 2 Kühlschränke. Wir können einen als Gefrierfach und den anderen als Kühlschrank benutzen. Schubladen. Bewährt auf Holperpisten, bewährt im Offroad, im harten Gelände. Hier unten haben wir einen Wassertank, fast 200 Liter. Wir können mit dem Tisch und dem noch ein Bett machen. Plus hinten 1,40 Meter Bett. Und wir haben hier oben noch eine Dachluke eröffnet. Auf die Verkehrsseite öffnet sich die Tresortür. So. Energietechnisch sehr ein cleveres Fahrzeug. Wir haben hier drunter eine Bodenheizung unter dem Boden. Die Tanks sind im Fahrzeug innen, also absolut auch für kältere Regionen. Es braucht nicht mehr. Die Bodenheizung ist mit einer eine Wasserheizung, die noch an einem Eberspecher dranhängt und an den ganzen Motorkreislauf. Also wir können während dem Fahren schon das Fahrzeug hinten dran vortemperieren. Also ich komme am Abend am Zielort an und hinten ist schon alles schön warm. Ganz clever auch an diesem Fahrzeug. Wir haben panzerte Läden, das heisst wir haben Metall draussen. Metall, wo man von innen kann verschliessen und auch wieder kann aufmachen kann. Das Fenster aushängen, ziehen wir zu. Danke vielmals fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao zusammen.